Mit Kari Bratschaff in einer schicken Bar in New Yorks in Viertel, Manhattan einen Cosmopolitan trinken, wie viele Fans haben sich das schon gewünscht. Doch mittlerweile ist Brooklyn das Manhattan 2.0. Immer mehr zieht es auf die andere Seite des East River. Der Broadway, der Times Square und natürlich Sex and the City, es gibt viele Gründe, einmal nach New York zu reisen. Gerade Manhattan war in den letzten Jahren die Place to be. Genau, war, denn ein anderes Borough hat dem Innviertel Manhattan still und leise den Rang abgelaufen, Brooklyn. Mögen die Lichter des Broadway auch noch so hell scheinen, viel heller leuchtet jetzt der Stadtteil jenseits des East River. Galt Brooklyn einst als Arbeiterviertel, schlendern heute Künstler und Hipster durch die Straßen von Williamsburg. Wo frühe Fabriken standen, reiht sich heute ein Café an das nächste. Statt Schinken-Käse-Sendisches liegen jetzt Kraschel, ein Mix aus Croissant und Spargel, in den Auslagen der Schaufenster. Aber warum? Die steigenden Preise im hippen Manhattan zwangen viele Bewohner und auch Künstler über die Brooklyn Bridge auf die andere Seite des East River. Auf der Suche nach billigerem Wohn- und Ausstellungsraum fand die New Yorker Boheme in Brooklyn ihr neues Zuhause. Mit den Künstlern kamen aber auch Investmentbanker und zahlungskräftiges Publikum. Aus schlichten Wohnhäusern wurden schicke Apartments, in Verlassene-Fabrikkomplexe zogen Clubs. Anne Hathaway, Ed Henhake, Björk oder Penelope Cruz, viele Stars hatten und haben den Zeitgeist erkannt und wohnen schon längst nicht mehr in Manhattan, sondern residieren mittlerweile in den Brooklyn High Cars. Gut, man kann auch kleinere Brötchen backen. Immerhin leben um die 2,5 Millionen Menschen in Brooklyn, die können ja nicht alle in den High Cars wohnen, oder? Mit einer fantastischen Skyline wie Manhattan kann Brooklyn nicht aufwarten. Dafür kann man